Wir beginnen mit einer schwarzen Grundierung. Ich nutze Primer und Mikrofiller von AK Interactive. Anschließend nebeln wir das gesamte Gebäude mit einem Weiß und auch hier nutze ich wieder den Primer und Mikrofiller von AK Interactive. Die Ziegelsteine bemale ich mit Vallejo Burnt Red. Über das rote Mauerwerk pinseln wir nun verdünntes Vallejo White. Und tupfen dieses großzügig mit einem Cewa wieder ab. Abschließend tun wir das Ganze wieder mit Vallejo Burnt Red und bürsten vorsichtig über das Mauerwerk. Sämtliches Holz bemalen wir mit Old Wood von Vallejo Panzer Aces. Und waschen anschließend alles mit Wash for Wood. Unseren Fußweg bemalen wir mit Vallejo Model Color Medium Sea Gray. Das Dach habe ich mit German Grey grundiert und wird nun anschließend mit einem helleren Grauton trocken gebürstet. Stonewood für unser Kopfsteinpflaster. Ich mische nun in den Originalfarbton Stonewood verschiedene Brauntöne und Grautöne mit hinein, um unterschiedliche Farben zu erhalten, um dann verschiedene Steine einzeln einzufärben. Mit einem sehr hellen Grau verwittern wir nun das Holz und bürsten dieses nun trocken.
Um etwas mehr Tiefe in die Steinstruktur zu bekommen, waschen wir das Ganze mit AK Interactive, Dark Yellow und DAK Wash. Anschließend tupfen wir die Farbe mit einem Zewa wieder etwas ab. Vallejo Model Color Flat Earth für unseren Bodengrund. Mit einer Mischung aus German Grey und Gunmetal mischen wir uns eine Farbe zurecht für die Fenster und das Zaunelement. Agrax Earthshade für unseren Bodengrund. Abschließend beginnen wir nun mit der Begrünung. Hier ist eure Wahl natürlich euch überlassen. Ihr könnt mit einem Grasmaster arbeiten oder auch mit Turfs. Da nicht jeder einen Grasmaster besitzt, arbeite ich auch in diesem Video mit einem Turf. Ich beginne mit Blended Turf Green und anschließend mit einem etwas bräunlichen Farbton. Coarse Turf für grobe Bepflanzung. Das Ganze nun komplett versiegeln mit Geländebau-Fixierspray. Für einen Mauerbewuchs empfiehlt sich Foliage, das ist ja Turf auf einem Netz, auf einem sehr feinen Netz, oder auch grobes Klampffoliage, dies könnt ihr super mit Sekundenkleber aufbringen. Einen letzten Highlight erzeugen wir nun mit Grasbüschelchen und verschiedenen Blumen. Ganz zum Schluss folgen jetzt noch ein paar Pigmente für abgenutzte Straßen. Hierzu nutze ich verschiedene Braun- und Erdtöne für den Straßenbelag. Unser Diorama ist nun einsatzbereit für die Vitrine. Ich hoffe, dieses kleine Tutorial hilft euch dabei, auch eure Dioramen fertigzustellen. Vielen Dank nochmal für euren Support und viel Spaß beim Nachmalen.